Hallo und herzlich willkommen zu meinem Unboxing und Ersteindruck des neuen Google Nest Audio. Heute gerade frisch rausgekommen, gerade angekommen, von DHL frisch geliefert aus England, ist hier der kleine neue Smart Speaker von Google angekommen. Und ich möchte euch ganz kurz zeigen, A, was ist neu, B, wie klingt der? Das ist wahrscheinlich die größte und die wichtigste Frage. Und wir vergleichen den einfach mal mit dem Vorgängermodell, dem Google Home, dass ihr einfach mal schauen könnt, weil der Hersteller verspricht, 75% soll der neue Nest Audio lauter sein als sein Pendant, der in Google Home. Und er soll, jetzt kommt's, 50% gesteigerten Bass haben. Bis zu, ihr kennt solche Angaben, gucken wir mal, wie er klingt. Also der Kleine hat 19 mm Hochtöner und 75 mm Tieftöner im Body verbaut. Auf der Vorderseite haben wir 4 LEDs, die kennt der ein oder andere, die euch signalisieren, dass ihr euch zuhört oder gerade recherchiert, und zeigt euch natürlich auch die Lautstärke an. Lautstärke. Die Lautstärke könnt ihr oben über die Taste rechts und links, beziehungsweise ein Touchfeld, das seht ihr nichts. Rechts ist laut, links ist leise und in der Mitte könnt ihr die Wiedergabe beenden, beziehungsweise pausieren. Wie eben erwähnt, haben wir hier einen Lautsprecher, der ist ja quasi Mono, wenn ihr den im Wohnzimmer stehen habt. Habt ihr zwei Nest-Geräte, könnt ihr die auch Stereo betreiben. Das heißt, ihr könnt die miteinander verbinden und dann spielen die im Stereo-Sound unterschiedlich natürlich ihre Musik wie zwei normale Hi-Fi-Lautsprecher. Im Gerät, was 70% aus recyceltem Kunststoff besteht, befinden sich 3 Mikrofone, die ihr über die rückseitige Taste oder Schalter deaktivieren könnt. Auch wirbt jetzt Google damit, dass ihr die Sprachbefehle, die letzten, löschen könnt. Also ihr sagt dem Google, hey, lösch bitte alle meine Sprachbefehle, und dann wird das auch ausgeführt. Aber klar, wer so ein Smart Home System, ein Smart Lautsprecher benutzt, dem ist natürlich klar, dass das Gerät halt immer zuhört. Aber das ist sonst ja kaum umsetzbar. Also da sollte man nicht so große Berührungsängste haben. Den neuen Nest Audio gibt es momentan in 2 Farben, in Carbon und in Kreide, so wie ich ihn hier gerade habe, so ein Grauton. Carbon wird wahrscheinlich nicht großartig anders sein, so wie hier bei meinem großen Google. Apropos Größe, der Nest Audio hat eine Länge von 17,5 cm, eine Breite von 12,4 und eine Höhe von 7,8 cm. Aber das ist jetzt genug Blabla, jetzt wollen wir den mal hören, wie das kleine Ding hier sich anhört, ne?
das war jetzt der direkte Klangvergleich. Natürlich muss man sagen, der Google Max, der fällt aus der Disziplin komplett raus, das ist klar. Aber ich bin etwas verunsichert. Ich habe diesen Vergleich gemacht. Als ich die Aufnahmen gemacht habe, hatte ich das Gefühl, dass der Vorgänger, der Google Home, besser klingt. Ich schneide die Videos am Computer und höre dort mit Kopfhörern. Und da war das Klangbild auf einmal des Nest Audio viel basslastiger, viel schöner. Und ich fühlte mich bestätigt in der Aussage, wie Google es angibt, dass der Nest Audio eine größere Bassleistung hat von bis zu 50%. Als ich dann aber die Kopfhörer entfernte und über die Lautsprecher des Computers hörte, war das Klangbild ein ganz anderes und der Vorgänger klang viel besser. Und jetzt sitze ich hier und weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, welche Empfehlung ich euch aussprechen soll, weil bei den Aufnahmen hatte ich ehrlich gesagt auch den Eindruck, dass der Google Home, der Vorgänger, wirklich besser geklungen hat. Also, ich weiß wie gesagt jetzt nicht, welche Empfehlung ich euch aussprechen soll. Bitte entscheidet selber, hört euch die beiden im direkten Vergleich an. Der Abstand vom Mikrofon und Lautsprecher war immer gleich. Es war immer dasselbe Musikstück und auch dieselbe Lautstärke, wie ihr im Video unschwer erkennen könnt. Ich kann euch jetzt aber keine direkte Aussage geben, welches der beiden Geräte besser ist. Mag sein, dass der Unterschied nur sehr leicht ist, je nach Lautsprecher-Setup, je nach Kopfhörerqualität. Müsste man mal schauen, welcher euch jetzt besser gefällt. Ich kann jetzt final leider keine direkte Aussage treffen, welcher der beiden mir klanglich besser gefällt. Auf dem Kopfhörer ist es der Nest Audio und sonst ist es leider der Vorgänger. Ich hoffe trotzdem, dass mein Video und mein Vergleich euch weiterhelfen konnte. Solltet ihr Fragen zu den beiden haben, dann stehe ich euch gern jederzeit zur Verfügung. Ich danke euch und auf Wiedersehen.